Keiner vermag wohl zu sagen, schweige denn zu schätzen, wie viele Arbeitsgänge nötig sind, um ein typisches erzgebirgisches Volkskunstprodukt wie Schwibbogen, Pyramide, Nussknacker oder Räuchermann zu produzieren. Einmal den sogenannten Holzspielzeugmachern oder den Produzenten der traditionellen erzgebirgischen Holzkunst über die Schulter zu schauen, war an zwei Tagen in Olbernhau möglich. Bei der KWO an der Grüntaler Straße ansässig, war dies zu den sogenannten Schautagen möglich. Nicht alle Produktionsstätten, wie sie hier zu sehen sind, konnten dabei von den zahlreichen Besuchern eingesehen werden. Deshalb haben wir uns im Vorfeld schon im Unternehmen umgeschaut. Herr Feld-Ewert, einmal im Jahr lassen Sie die Besucher in Ihre Räumlichkeiten reinschauen. Und das ist heute wieder kurz vor dem ersten Advent der Fall. Und die Resonanz, stimmt sie positiv? Die Resonanz stimmt positiv. Gucken Sie einmal nach draußen, es wird weihnachtlich, es wird kalt und die Leute haben sich wieder auf den Weg nach Olbernhau gemacht. Seit 5 Jahren leiten Sie die Geschicke des Unternehmens. Was ist eigentlich das Plus des Unternehmens? Was wird hier hergestellt? Das Plus des Unternehmens ist auf der einen Seite das Sortiment der klassischen erzgebirgischen Handwerkskunst und Volkskunst. Das sind Räuchermänner, Nussknacker, Engelfiguren, Pyramiden, Spieldosen. Uns kann man schon als Vollsortimenter sehen. Ja. Sie produzieren an einem traditionellen Standort. Ist das auch im Jahre 2015 noch optimal, dieser Standort? Der Standort ist schon optimal, weil wir hier unsere Mitarbeiter finden, gut ausgebildete Handwerker, tolle Maler, tolle Schreiner. Und ich denke, dass wir hier im Herzen des Erzgebirges mit den richtigen Leuten die richtigen Produkte machen können. Heute sind natürlich viele Arbeitsplätze besetzt. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir haben knapp 80 Mitarbeiter am Standort in Olbernhau. Und er wird von Anfang an bis zum Ende, bis zum Endprodukt, alles hier produziert? Sie können die Produktion von Anfang bis Ende hier verfolgen. Vom getrockneten Kantholz bis hin zum fertigen Räuchermann oder auch Nussknacker. Was werden Sie heute den Leuten alles zeigen können? Ja, wir können heute den Menschen zeigen, wie wir unsere Dinge montieren, wo wir heute nicht rein dürfen. Das ist in die Drechslerei, wo Maschinen laufen. Das ist den Besuchern leider nicht gestattet, aber wir zeigen die komplette Montage, Oberfläche, Bemalung bis hin zum Endprodukt. Was wir hier sehen, ist eine sehr traditionelle Serie. Wir nennen die liebevoll unsere Bärtigen. Die stammen aus der Feder von Professor Gerd Kaden, der als Gestalter hier im Erzgebirge, im Besonderen der erzgebirgischen Volkskunst, gewirkt hat. Das sind Wilhelm Busch-Figuren, das ist von dem 900er, das ist von Max und Moritz, das ist eine Geschichte. Das ist schon sehr filigran, ja, aber man ist es gewöhnt. Die Serie stammt aus den 50er Jahren, wird heute noch von Sammlern sehr gerne gekauft und es gibt, ich glaube, kaum noch Unternehmen im Erzgebirge, die das in der Form herstellen. Das Schöne dabei ist, dass auch die Wertigkeit durch die handwerklichen Fähigkeiten und Tätigkeiten unserer Mitarbeiter dann hier in den Vordergrund gestellt werden. Denn die Produkte kosten, was sie kosten, und Handarbeit in Deutschland muss bezahlt werden. Natürlich brauchen die jüngeren Besucher Beschäftigung und diese Bastelecke, das war der Anziehungspunkt. Ja, gefällt das gut. Was hast du denn schon gebastelt? Hier so ein Schlitten. Mhm. Und hier, das, was hier sieht, hier kommt eine Kerze und das ist hier ein Geschenk. Also macht richtig Spaß. Ja. Ich mal und bastel. Und das ist sehr schön. Uns hat gefallen, dass wir dort oben basteln könnten. Und dass man halt zuschauen kann und dass es kostenlos ist. Und aber auch sowas zu Hause stehen, was hier produziert wird? Ja, sehr viele. Zum Beispiel? Die Räuchermännchen. Wo kommt er denn her? Aus Leipzig. Hier befinden wir uns im Werksverkauf. Hier bekommt der Kunde alle Waren, die bei uns im Unternehmen anfallen. Das sind erste Wahlprodukte, das sind auch zweite Wahlprodukte. Und wenn der Kunde durchs Unternehmen gegangen ist und sich einen Eindruck von der
Produktion verschaffen konnte, dann kann er letztendlich das Gesehene hier bei uns einkaufen. Ja, die Sammler sind heute besonders scharf auch auf die neuen Artikel, die wir auf den Messen gezeigt haben. Aber auch traditionelle Produkte, die schon lange im Sortiment sind, werden nachgefragt. Auf was sind Sie besonders stolz, was im Unternehmen produziert wird? Ach, das kann man nicht sagen, aber KWO steht schon sehr stark für das Produkt Räuchermann. Wichtig, die Kunden wollen natürlich die Produkte anschauen. Und das ist die letzte Qualitätskontrolle vorm Verkauf. Der Schäferstab noch dazu. Und wichtig ist, dass die Kunden zufrieden sind, dann sind wir auch zufrieden. Sind Sie zufrieden? Ja. Super. Und schon hatte der Chef persönlich ein Produkt aus dem Hause KWO verkauft. Wir haben uns umgehört, was denn so gekauft wird, warum man hierher gekommen ist. Mal schön zu sehen, wie das entsteht. Und was haben Sie gekauft? Ein wunderschönen Lichterbogen. Sieht sehr schön aus. Wir freuen uns sehr darauf. Alles sehr wunderschön. Und welche Produkte haben Sie heute mit im Gepäck? Im Räuchermänner. Was haben wir noch? Bäumchen. Räucherbäumchen. Kantenhocker. Balthasar, Melcher. Alles mitgenommen. Sie haben ganze Wohngemeinschaften versorgt. Jawohl. Schöne Weihnachten. Große Familie. Dass wir jedes Jahr an diesem ersten Advent hier nach Olpenhau kommen und das eigentlich sehr genießen hier, den Werksrundgang und die ganzen vielen Räuchermänner, die neuen Varianten und alles, was es da so wieder gibt. Sie kommen hier mit einem reparierten Kantenhocker, ist das so? Ja, genau, das ist so. Wir sind Sammler und ja, das klappt hier ganz problemlos. Ja, zum Tag auf eine Tür kann man hinkommen, das wird angepasst, super, super, macht Spaß hier. Was hat er denn für Krankheiten gehabt? Ja, ein Bein war ab. Ja. Ging problemlos? Das ging problemlos, ja. Was schätzen Sie an diesen Produkten? Ja, wir sind Sammler einfach. Das ist halt ein Produkt irgendwo aus der Heimat. Ne? Und wir kommen jetzt aus Chemnitz nicht unmittelbar hierher, aber ja, wir schätzen einfach Produkte, die nicht aus China kommen, sondern hier irgendwo im Erzgebirge handgemacht sind. Was haben Sie im Gepäck? Das hat meine Frau ausgesucht und ein Rahmen. Ja, eines der aktuellsten Produkte ist dieser Räuchermann, den wir exklusiv für Erzgebirge Aue gemacht haben, in einer limitierten Edition. Auf der Homepage ist sehr schön zu sehen, wie die Produktion hier in Olbernhau stattgefunden hat. Und das wurde letztendlich auch vom Sammler und Erzgebirge Aue-Fan gut angenommen. Ich hoffe, Sie konnten sich davon überzeugen, was hier bei der KWO alles passiert und entsteht. Die gute Handwerklichkeit, die tolle Qualität, die schönen Produkte. Und ich möchte gerne allen Mitarbeitern, Erzgebirgern und Kunden und Freunden und Lieferanten des Unternehmens alles Gute wünschen, frohe Weihnachten, eine schöne Adventszeit und alles, alles Gute. Und wenn Sie mal in Olbernhau sind, kommen Sie gerne vorbei. Frohe, vergnügte Menschen beim Tag der offenen Tür in der KWO in Olbernhau. Frohe Weihnacht auch von uns.